Keine Massenvernichtungswaffe hier. Ich weiß ja nicht. Der ist natürlich schlecht. Wir können auch nicht aufstehen und sowas. Gar nichts, weil halt das Bein so verletzt ist. Wir haben ja nur den nötigen Wunden da entschärft. Haben wir hier oben irgendwas, was wir benutzen können? Wir haben da eine Leiter. Die wir vielleicht runterholen können. So. Und mit dieser Leiter können wir nach draußen gelangen. Wenn wir mitten auf dem Dach voll im Schussfeld sind. Komm schon, hoch. Okay. Und hoch mit dir. Jetzt haben wir es natürlich geschafft. Na klasse. Wir haben nichts, um uns zu wehren. Wir haben ein kleines Problem. Nur ein ganz kleines. Komm schon, ich bring dich hier raus. Ja, Sunny Boy mal wieder. Oh Gott. Der Krieg ist hässlich. Krieg ist richtig hässlich. Zehn Jahre in der CIA, aber das habe ich noch nie erlebt. Der Boss schickt seinen privaten Helikopter, um einen Agenten abzuholen. Alle Oberbosse schwärmen von dir, Jody. Und von Aiden natürlich. Natürlich. Jody, alles klar? Hör zu. Ich weiß, das war echt hart. Aber das war's. Wir fliegen heim. Wieder Mission erfolgreich abgeschlossen, okay? Ich werde nie vergessen, was ich gesehen habe, Ryan. Niemals. Niemals. Ne? Und was haben wir dann jetzt hier für tolle Möglichkeiten? Wir haben da unten so ein paar Prospekte. Ein paar ganz wichtige, tolle Prospekte, die voll langweilig sind. Was haben wir denn da? Ein Getränk. Lecker Dosenwein. Wie geht's deinem Bein? Besser, wenn das Schmerzmittel wirkt. So, dann haben wir da noch ein Fenster. Mit einer nicht so grandiosen Aussicht wahrscheinlich. Und die internationale Gemeinschaft hatte eben angekündigt, die offiziellen Wahlergebnisse anzuerkennen für den neuen Präsidenten Jamal Sheikh Sharif. Jamal Sheikh Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Und nun gibt es neue Berichte, dass er und alle Regierungsvertreter einem Attentat erlagen. Offensichtlich verübten Unbekannte den Anschlag. Muss Jamal finden und eliminieren. Hoffnung bestand, dass der neu anerkannte Präsident Jamal Sharif in der Lage sein würde, die Konflikte zu beenden, unter denen das Land seit Jahren leidet. Ja, wir haben das unterbunden. Brachten ihr Entsetzen zum Ausdruck. Dieser Anschlag war offenbar nicht weniger als eine kaltblütige Exekution. Muss Jamal finden und eliminieren. Du hast mich angelogen. Wovon redest du da?
Jamal war kein Warlord. Er war der Präsident. Er war der demokratisch gewählte Präsident. Okay. Und der Punkt? Die machen Politik, wir folgen Anordnung. Du wusstest, ich hätte ihn nicht ermordet. Also hast du mich angelogen. Willkommen bei der CIA, Jody. Das ist kein Kaffeekränzchen, falls du es nicht bemerkt hast. Wir hatten einen Job zu tun, der ist erledigt und das war's. Das ist vielleicht nur ein verfluchter Job für dich. Okay, aber ich bringe nicht irgendwelche Leute um, weil irgendein verfickter Scheißgeneral mir das befiehlt. Was ist los? Ihr solltet sie nicht wütend machen. Jody, hör mir zu. Komm runter, okay? Wenn wir zu Hause sind, reden wir über alles, okay? Ich bin manipuliert. Du benutzt mich für deine Drecksarbeit. Welchen Unterschied macht das schon, Joe? Der war schon ein toter Mann, mit deiner oder ohne deine Hilfe. Ich hab Blut an meinen Händen. Ein Kind hat keinen Vater mehr wegen mir. Weil ich dir vertraut habe. Weil ich geglaubt habe, dass wir das Richtige tun. Was bin ich für dich, Ryan? Ein Spielzeug? Eine verfluchte Puppe, mit der du machen kannst, was immer du willst? Wir kriegen massive Turbulenz. Fuck! Ich kann nicht steuern. Jody, um Gottes Willen, du bringst uns doch um. Niemand wird mich je wieder belügen, Ryan. Jody! Fuck! Ja, und sie hätte sich fast mit ihm eingelassen. Nathan Dawkins. Sie haben gelogen. Damit ich für sie morde. Was ist denn passiert? Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Wo bist du jetzt? Ist Clayton bei dir? Nein. Nein, nein, ich bin weggerannt. Du kannst vor ihnen nicht weglaufen. Sie werden dich jagen und finden. Du musst herkommen, Jody. Wir reden. Ich bin sicher, dass... Es ist vorbei, Nathan. Ich werde für keinen mehr töten. Du sagst ihnen, wenn sie nach mir suchen werden, bringe ich sie um. Jody, hör zu. Sag's ihnen, Nathan. Das ist mein Ernst. Und aus diesem Ernst hat sie auch Wahrheit gemacht. Sie hat bereits viele von ihnen umgebracht. Die, die nach Inge gesucht haben. Ich kann es auch nicht leiden, wenn man mich ausnutzt. Absolut nicht. Nächstes Kapitel. Alte Freunde. Treffen wir unsere Obdachlosen wieder, oder was? Ich habe keine Ahnung. Sitzt hier, nachdem wir bei Indianern waren? Ach, guck mal an. Jody. Meine kleine Prinzessin. Oh. Oh, lass mich dich ansehen, Kleine. Oh mein Gott, was für eine... Wunderschöne junge Frau steht da jetzt vor mir. Genauso bezaubernd wie immer. Voller Sorgen und verloren. Wie bei unserer ersten Begegnung. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich vermisst habe. Und? Wie geht's, Aiden? Oh ja. Schön, dich zu sehen, Bruder. Kommst du mit? Oh ja. Ich war besorgt. Sie suchen nach dir. Ich musste weglaufen. Ich hatte keine Wahl. Aber was mit Dawkins? Wie geht's Nathan? Oh, er ist der Big Boss hier. Er leitet die DPA. Er hat es wirklich sehr weit gebracht seit der Zeit in unserem Labor. Aber wie geht's dir? Und du? Woran arbeitest du? Ich bin Chef einer Laborgruppe. Wir klassifizieren Typen von Existenzen, suchen verschiedene Spezies. Sowas in der Art. Es hat keine hohe Priorität, aber ich kann tun, was ich will. Tja. Sowas mit Experimente? Ist ein Durchbruch bei der Infrawelt? Oder stecken Millionen im Bau des neuen Kondensators.
Der mächtigste, der je gebaut wurde. Natürlich war das erst möglich, als die Army mit ins Boot kam. Dachte, die wollten kein Portal mehr bauen. Was ich dir erzählt habe. Hast du was rausgefunden? Am Tag deiner Geburt bekam eine Nora Gray ein Kind im DPA-Krankenhaus. Angeblich war es eine Totgeburt. Und wo ist Nora? Was weißt du sonst noch über Nora? Nicht viel. Ich weiß nur, dass sie bei einem DPA-Forschungsprogramm mitgemacht hat, vor etwa 20 Jahren. Auch sie war begabt. Und wer war der Vater? Und der Vater? Weißt du, ob es über ihn irgendwas gibt? Sein Name war Jonathan Nichols. Er starb vor der Geburt. Herzversagen. Mehr weiß ich nicht. Und wo? Wo ist Nora jetzt? Sie wurde eingewiesen in eine psychiatrische Anstalt. Und zwar direkt nach der Geburt. Laut ihrem Profil müsste sie immer noch dort sein. Und warum? Meine Mutter ist in einer Klapsmühle seit 24 Jahren? Ich meine, warum? Was war los? Es stand leider nicht in der Akte. Es tut mir so leid. Ich muss sie sehen. Jody, ich weiß genau, was du fühlst, aber sie ist in einer psychiatrischen Anstalt. Du bekommst vielleicht nicht die Antworten, die du gerne willst. Ich suche nicht nach Antworten. Ich will sie einfach sehen. Ich meine, verstehst du nicht? Sie ist meine Mutter. Wenn ich ihr gegenüberstehe, sehe ich vielleicht, wer ich wirklich bin. Jody. Das ist eine Hochsicherheits-DPA-Einrichtung. Und du wirst gesucht. Von jeder einzelnen Strafverfolgungsbehörde des Landes. Die werden dich da nicht einfach so reinlassen. Nichts wird mich davon abhalten, sie zu sehen. Cole. Du hast sehr viel riskiert, um mir zu helfen. Danke, Cole. Der nette Onkel Doktor. Hey. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich dich da ganz allein gehen lasse. Na, immerhin etwas. Sollen wir ihm auch noch hinterher? So ein Moment, wo hier niemand ist. Das ist doch nicht ganz koscher. Oder doch? Oder nein? Oder vielleicht? So, und jetzt hier irgendwie rein? Ist offen. Okay, versuchen wir es mit Höflichkeit. Hi, ich möchte zu Nora Gray. Kann ich erst Ihre Erlaubnis sehen? Ausweichen. Muss ich wirklich meinen Erlaubnisschein vorzeigen? Ich meine, können wir vielleicht uns irgendwie anders einigen? Tut mir leid, alle Besucher brauchen den korrekten Erlaubnisschein. Na super. Und nun? Ohne Erlaubnisschein? Cole? Was hast du dazu zu sagen? Okay, dieses Mal hat es also nicht geklappt. Was jetzt? Ich bin ja dabei. Wie wäre es, wenn wir ihn einfach übernehmen und uns die Erlaubnis ergattern?
Ja, also indem wir halt einfach sagen, ja, hier ist ein Knopf. Lass uns mal durch. Ich find's raus. Auf sämtlichen Etagen und sowas. Nee. Wir gucken so nach. Noah Gray. Treffer. Level 7, Raum 43. Zimmer 43. Na, dann mal los. Er arbeitet jetzt einfach weiter. Ding dong. Siebter Stock. Bitte steigen Sie hier aus und machen Sie eine Aufnahmepause. Nach der Cutscene. Und den Hänger. Oh Gott, und wie es von hier aus weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge von Beyond Two Souls. Bis dahin, viel Spaß euch noch und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.